paljon vötkiistit. Armas kogudus alguses ma loen jutluse teksti, mis meil on täna antud teise Moosese raamatust 12. peatükist. Ma loen selle teksti ainult saksa keeles, sest muidu on see juba pool jutlust ja see oleks ju kahju. Aga ma loen seda siis saksa keeles ja ma parafraseerin korraks, missugune kirjakoht see on. Siis saate kodus järgi lugeda. Also der Predigtext, der steht im zweiten Buch Mose, im 12. Kapitel. Ich lese den auf Deutsch. Und ich habe gesagt, auf Estnisch werde ich das ganz kurz erzählen, was da steht. Und dann kann man das zu Hause nochmal nachlesen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und er soll es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Amen. See koht on see, kus paasa püha seadistakse juudi rahvale, Israeli rahvale, kus öeldakse, et olge valmis, pange oma jalanood kingat juba jalga ja tapke ühe lamast ära, jagage seda niimoodi, et midagi järgi ei jää, siis on veel mõne teised asjad, mis tohib siis süüa ja siis olge valmis, sest sel ööl te saate vabaks ja mina karistan kõik Egiptuse jumalad ja see lamas, mida te tapate ja mida te sõite, võtke sellest verest ja pange seda kodu ukse juurde, siis et kui surma ingel seal mööda läheb, et ta teid ei tapaks, vaid näeb, et teie olete minuga. Umbes niimoodi seal see seisab, täpselt saab seda järgi lugeda. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine ganz spannende Geschichte, dass hier am Anfang der Geschichte Gottes mit Israel beim Auszug aus Ägypten, wo es zum ersten Mal um das Volk und um Gott geht, dass am Anfang dieser Geschichte ein Opfer steht. See on täitsa huvitav lugeda, et selle loo alguses, kus on esmakordselt niimoodi, et Jumal ei räägi nüüd ühe konkreetse inimesega. Enne seda on see kogu aeg niimoodi olnud. Vaid nüüd ta räägib Moosese kaudu rahvaga, et sellel hetkel on esmakordselt ja esmatähtsusega ühe ofri. Und es ist interessant zu sehen, dass dieses Opfer zweierlei Funktion hat. Nämlich zum einen ist es das Opfer, das einen Schutz ausdrückt. Es ist das Opfer, was einen Schutz ausdrückt, dadurch, dass von dem Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen wird und dass der Todesengel an den Häusern, wo es ist, vorbeigeht. Jasje on selleperast huvitav, et me saame näha kaks pöhjust selle ofri jaoks. Üks on, et see on üks kaitse vahend. Niimoodi, et kui see surma ingel näeb, seda värt ukse piigal, siis ta läheb sellest majast mööda. See teine funktsioon sellel ofril on, ja see on nüüd täitsa huvitav ja see näitab juba, paneb meid juba imestama. See teine funktsioon on nimelt, et rahvas sööb enne pikka jalutuskäigu kõhtu täis. Die zweite Funktion des Opfers und die bringt uns schon auf einen ganz bestimmten Gedanken, ist die, dass das Volk einmal sich richtig satt essen kann.
bevor es auf die lange Reise geht. Ganz genau. Und da kann man auch schon mal drüber lachen. Das ist schon ein riesiger Unterschied zu den Göttern der Ägypter. Die haben auch Opfer verlangt und nicht wenig. Man muss sich vorstellen, dass die damaligen Tempel, egal in welcher Kultur, so wie die heutigen Tempel, egal in welcher Kultur, Schlachthäuser sind, dass dort Tiere geopfert werden. Wir wissen, dass es zu Zeiten sogar Menschenopfer gab in verschiedenen Kulturen, dass das Blut in Strömen floss. Ja, se asi et seon selleks et rahvas saab oma kõhtu täis süüa, see paneb meid imestama selle pärast, et see teine ohvri adressaat ei ole Jumal, vaid see on rahvast. Rahvast sööb seda lammast ära. Toonase templid, näiteks Egiptuse jumalate templid, need olid põhimõttelised tappa majad. Seal pidevalt käis ohverdamine. Pidevalt tuli ohvrid tuua. Ja seal, no me oleme kuulnud, mitte ainult loomad ohverdatakse templidest, vaid on olnud ajad, on olnud kohad inimajaloos, kus ohverdati ka inimesi. Ja see oli see tava. Sellepärast paneb see imestama, et see Jumal ei ütle, tapke seda lammast ära ja põletage kõike, sest ma tahan selle lõhna tunda. Das bringt uns dazu, uns zu verwundern, dass Gott nicht sagt, bringt das Lamm um und verbrennt es, denn erst auf gar keinen Fall irgendwas davon, denn ich will das selber riechen, den Geruch, und dann befreie ich euch. Ja, see jälle viib meid ühe väga intrigeeriva küsimuse juurde. Und das wiederum bringt uns zu einer sehr intriganten Frage. Für wen ist das Opfer? Wer braucht eigentlich Opfer? See küsimus on kelle jaoks on see offer, kes tegelikult vajab ohvri. Für die Menschen damals war das glasklar. Die Götter, so glaubten sie, einschließlich unseres Gottes, sitzen oben im Himmel. Und wenn sie schlecht gelaunt sind, dann sagen sie so, jetzt müsst ihr Opfer bringen. Und wenn ihr die Opfer gebracht habt, dann werde ich vielleicht irgendwas Gutes geben. Dann gibt es im Gegenzug irgendeinen Segen dafür. Inimese tona, ja see sisaldab ka tegelikult Israeli rahvas, sest kuidas nad peaksid seda teistmoodi teada tona, mõtlesid, et Jumalat või Jumal, kelles nad siis uskusid või uskuvad, istub seal üleval taevas ja kui tal on halb päev, siis ta nõuab ohvrit. Siis tuleb pingutada. Ja kui ma piisavalt pingutan, siis võib-olla ta on armuline või võib-olla ta vähemalt tasub mulle selle ohvri, mida ma olen toonud, ära. Und so ist es gewesen in der ganzen Religionsgeschichte und es gibt nicht wenige Orte, an denen das bis heute noch so ist. Ja niimoodi on olnud terve religiooni loo, ajaloos, ja ei ole väga vähe kohad, kus see on siamani niimoodi. Und das ist gekommen in unseren Alltag, dieses Verständnis. Nämlich auf die Art und Weise, dass ich sage, für einen Sieg, für einen Erfolg muss ich schon mal Opfer bringen. Und unter Umständen muss ich selber Opfer bringen. Unter Umständen muss irgendjemand anders für mich Opfer bringen, damit ich erfolgreich bin. Ja, see on rändanud meie sekulaarse ühiskonnasse, kus inimesed üldse väidavad, et Jumal või Jumalat või kes iganes seal üleval üldse ei oleks, aga see ohvritoomise loogikat on täiesti olemas. Kui ma tahan võitu, kui ma tahan õnnistust, kui ma tahan edu, pean ma sellele eesmärgile mingi ohvri tuua. Veel niimoodi, ütleme, sportlik variant on veel see, et ma ise ohverdan ennast, ma ise higistan ja püüan edu nimel.
aga palju hullem, kui ma ütlen ja, selle eest tuleb ohvrit tuua, aga mitte mina. On keegi teine, kes toob ohvrit selleks, et ma saan mingi edu või mingi saavutust, mida ma siis soovin. See ohverdamise loogika on nii sügaval meie inimeste sees, nii sügaval, et see on võtnud pika aega, et selle loogika murda. See on Jumalal võtnud pika aega, et seda loogikat murda. Die Opferlogik ist so tief in uns drin, ist so tief in uns Menschen verankert, dass es Gott eine lange Zeit genommen hat, diese Logik in uns zu brechen. In dieser Geschichte, die wir gehört haben, geht er ganz klar davon aus. Weil die Menschen solche sind, weil die Menschen diese Zeichen, weil die Menschen diese Funktion brauchen, um zu wissen, das ist ein Gott, der eine Beziehung zu uns eingehen will. Celest los, on se teesti antud, offerdage seda lamast, kasutage seda vabastuse märgina ja siis sööge seda ise ära. Jumal kasutab seda loogikat, mis inimestel on omane, eriti sellel ajal. Nad teadsid seda, okei, nüüd peame ohvrit tooma, peame üks armsat lamast seal ära tappa ja see, et siis kaitseb meid ja ära söömine on ka, peame ju midagi sööma, siis sööme seda ära ja on meil joodu olemas. Jumal kasutab seda ohvri loogikat, sest inimesed ei ole millekski muuks valmis või midagi muu ei saa neid oodata. Gott gebraucht diese Logik, weil die Menschen zu irgendetwas anderem nicht fähig sind, waren, manchmal sind, und weil man nichts anderes von ihnen erwarten kann als diese Logik. Aber Gott sät den kleinen Zweifel rein in diese Geschichte. Aga, jumal panneb juba siin, vanas testamentis, sellest väikest kahtlust sisse. Offerdatakse lamast, aga tegelikult mitte Jumalalle, vaid selleks, et surma inge läheb mööda, et ta näeb märk verest ja selleks, et te saate kõhu täis sööta. Hiljem profet Jesaja suu kaudu ütleb Jumal, miks te mulle midagi offerdate? Teate, terve maailm on minu oma. Miks te toote ohvrid? Profet Jesaja raamatus on meil selge ohvri kriitika juba olemas. Aga keegi ei võtnud Jesajat kuulda. Need voolud, mis on meie enda sees, on nii tugevad, et see võtab aega, et me ümber mõtleme, et me aru saame. Im Propheten Jesaja steht unter anderem als Opferkritik, steht dort, was bringt er mir Opfer? Die ganze Welt ist mein, spricht Gott. Was soll das? Ihr braucht mir keine Opfer zu bringen, weil sowieso mir alles gehört. Ja siis jumal ütleb seal, Jesaja suukaudu, aga mis mul meeldib? On süda, mis on tark, mis tunneb mind ära. Und an derselben Stelle sagt Gott, aber was mir gefällt, das ist ein Herz, das klug ist, dass es mich erkenne. Niimoodi on juba Jesaja raamatust see loogika murtud, mis sellest verest, mis nendest loomadest. Meil on Biblitunnis Keilas üks väga armas Biblitunni liige, üks 83-aastane naine. Ja kui ma rääkisin ühes Biblitunnis, kus oli ka see offerdamine kuidagi keisse, siis ta ütles, see on kõik nii ootne, kes on loomadega üles kasvanud, ta ei taha seda teha, just need väiksed armsad lambukesed, et ma ei tahaks seda küll teha. Ma olen loomadega üles kasvanud, ma tulen talust, et meil on need kõik olnud nimedega, me ei hakkaks seda tegema. Also ich habe in Keila eine Dame, die geht zur Bibelstunde, die ist über 80. Und als es eine Geschichte gab über das Opfern, hat sie gesagt,
Das ist doch ganz fürchterlich, wenn man mit Tieren aufgewachsen ist, dann will man sowas gar nicht. Die kleinen Lämmerchen, die tun einem doch leid. Bei uns auf dem Hof hatte jedes Tier seinen Namen und wurde erst dann gegessen, wenn es an der Zeit war dafür. Und jetzt sehen wir Jesus heute im Evangelium. Er nüt mein Name Jesus, tena Evangelium ist. Ja, Jesus derb, kess me olema. Jesus derb, kuidas me olema. Jesus derb, kuidas inime noon. Jetzt sehen wir Jesus im Evangelium und Jesus weiß, wer wir sind. Jesus weiß, wie wir sind. Jesus weiß, wie wir Menschen sind und wie wir ticken. Ja, sesur immer mit einem Teistamme, tänasel päeval und see, et Jesus ei ütle. Teate, te olete kuidagi pisut lollid, miks te seda ohverdamist üldse teete? Pole mõtled, mis Jumal, milleks on Jumal seda vaja? Lugege ometi Jesaja raamat. See ei ole vaja, muutko oma teenistust. Ma olen selline reformaator, kes muudab nüüd kõik ümber ja tegelikult Jumalal ei ole see veri vaja. Jeesus ei ütle seda. Vaid Jeesus järgib, või ma tahan seda veelgi rohkem poenteerida, Jumal järgib meie loogikale, mis on nii vale. Jumal järgib meie Logikale. Jesus kommt nicht wie der Reformator und sagt, wisst ihr, der Tempeldienst mit den Opfern, lest mal den Propheten Jesaja, da steht, ich brauche keine Opfer. Was soll das ganze Blut vergießen? Total sinnlos. Hört mal auf eure 80-jährigen Bibelstunden, Leute, die werden euch sagen, dass genug Blut geflossen ist. Mal lest das hin, wer sagt, sagt, hey, listen. Kulge, wird Jesus für Kaöler. Kulge, oma kaeksa gymnaas, das ist Bibli, tunni, naiset, gesütle, wat pisa, wat wert und valan, tolle enam vaja. Ja, alter Küll. Jesus folgt, und das ist das Wunder, das kann man nicht genug pointieren. Gott folgt in Jesus der menschlichen Logik. Jesus, Jumal, Jelgib, Jesus ist inimliku Logikas. Warum tut er das? Gott ist allmächtig. Gott könnte uns unsere Sünden auch ohne Blutvergießen vergeben. Aber wir können nicht aus unserer Haut. Jumalon kök vöimas, ta vöiks, absolutset, meid, meie patut ka ilma vere valemisse, ta andeks anda. Aga meie ei saa oma nahka vahetada. Meil on see vaja, et oleks ukse piigadele see veri. Meil on see vaja, et saada vabaks. Meil on see vaja, et edasi minna, et kuna me ei ole ainult, me ei koosne ainult peast ja mitte ainult südamest, vaid on ka muud asjad meie enda sees. Meil on see vaja, et meil on midagi, mida saame meie hambade vahel võtta. Ja see sõna, mis ütleb, see olen mina. Ma armastan teid nii väga, et ma teen seda teie heaks, mitte ainult teie heaks, vaid kõigidele inimestele, kõigidest ajastutest, igal pool maailmas, kes ka jälgivad täpselt selle samale loogikale. Jesus könnte das sagen, aber er tut es nicht. Jesus weiß, wie wir sind. Jesus weiß, dass wir etwas Handfestes brauchen. Jesus, Gott könnte uns die Sünden auch so vergeben, aber er tut es nicht, weil er weiß, wie wir sind, weil er weiß, wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten können. Wir brauchen das Blut an unseren Pfosten. Wir brauchen das Abendmahl. Wir brauchen, dass es nicht nur zu unserem Kopf und in unser Herz spricht, sondern dass wir auch etwas in der Hand haben können. Wir brauchen das. So sind wir. Jesesur armastus selle taga on, et Jumal teab seda. Ja Jumal teeb seda niimoodi. Ja ta laseb endale seda kõike maksta, et meie saaksime sellest aru. Tema armastusest
sellest, et ta tahab meid Jeesuses vabastada ja et ta tahab meid toita, nii et me jõuame sinna, kuhu ta on meid kutsutud. Gott weiß das, dass wir das brauchen. Und deswegen gibt er uns Jesus, gibt sich Jesus selbst in seiner unendlichen Liebe, um uns zu befreien vom Bösen und vom Tod, um uns dorthin zu führen, was uns versprochen wurde, in die Freiheit zu ihm selbst. Das ist ein Werk der Liebe. Deswegen, liebe Gemeinde, ein letztes Wort zur Frage, für wen ist eigentlich das Opfer? Es lässt uns aufhorchen, dass Gott das Opfer nicht für sich fordert, sondern dass er das Opfer auch hier für die Opfernden fordert. Sepanet meit juba imet lema, et jumal ei noua, selle offri enda jaoks, väit et ta juba siin vanas testamentis, noab seda offri, nende jaoks, nende heaks, kes seda teevad. Ta ise ei vaja seda. Aga nemad vajavad seda, et kindel olla, et nad pääsevad surmast, et nad pääsevad kurjast, et neid vabastatakse ja et nad jõuavad vabadusse sinna, kus nad peavad olema selle riigile, mis on neil lubatud. Deswegen, liebe Gemeinde, was können wir tun? Wir können weiter nichts tun, als zu danken, als das zu empfinden in unserem Herz und zu sagen, danke, lieber Gott, danke, Herr Jesus, für diese Liebe. Danke dafür, dass wir zu dir gehören können, ohne Opfer. Mis me saame teha, mitte midagi rohkemat, kui tänut öelda, tänut selle eest, armas Jumal, et sa meid nii armastad. Tänut selle eest, armas Jeesus, et sa oled seda kõike teinud meie heaks. Tänut selle eest, et sa vabastad meid surmahirmust, et sa vabastad meid kurjast ja et sa viid meid oma riiki. Wir können danken und wir können uns freuen, jedes Mal, wenn wir in die Kirche kommen. Jamme saame rõõmusta, da iga kord, kui me tuleme kirikusse. Sest kõige tähtsam riie, võib-olla kõige tähtsam, üks tähtsamatest esemetest, mis meil kirikus on. Denn das wichtigste Tuch, vielleicht einer der wichtigsten Gegenstände überhaupt in der Kirche, über den wir jedes Mal freuen können, wenn wir in die Kirche kommen, ist das hier, das Altartuch. Und seh Altar Rettig. Mix, weil es zeigt, wo man so eine Decke hinlegt, werden keine Opfer geopfert. Kus me paneme sellist dekki, seal verd ei valatakse, see oleks mõttetu. Meie teame, et üks kord ja alatiseks on meile antud Jumal ise ennast ohvriks, et meid vabastada, et meile jõudu anda oma teele, mida ta viib meid enda juurde. Wir sind dankbar dafür und freuen uns, dass dieses Tuch dort liegt, dass ein für alle Mal Jesus sich selbst geopfert hat, um uns zu befreien vom Bösen und vom Tod, um uns Kraft zu geben für unseren Weg, der uns zu ihm hinführt. Amen. Ja,